Hallo, heute habe ich noch ein Video für euch und zwar geht es um die kleine Julie. Du, Julie ist ein Frühchenbausatz von der Evelina Wiusnock und sie hätte normalerweise noch einen Zwilling. Der Zwilling ist aber schon vermittelt bei ihrer neuen Mami. Den Julie hatte ich die ganze Zeit als Junge bei mir liegen. Wobei, ich finde, man kann ihn auch als Mädchen haben. Und ich mache jetzt mit euch einfach mal ein Vorstell- und Anziehvideo von dem kleinen Julie. Im Moment habe ich ihn jetzt als Junge angezogen. Und jetzt machen wir ihm einfach mal was Neutrales. Ich habe ihm jetzt etwas Graues rausgesucht. Wobei, das dann auch als Mädchen würde man den auch schön angucken können, dass es die kleine Julie ist. Die Mami, wo die Julie als Mädchen haben möchte, würde ich da natürlich einen Schnulli machen. In rosa für ein Mädchen, dass es eben passend dann ist. So, dann ziehen wir sie jetzt einfach mal aus. Julie ist nicht bespielt. Bei mir lag sie immer zur Deko. Bemalt wurde die Julie mit Real Effect Farben. Da muss ich auch noch mal gucken, ob sie 2019 oder ob es 2020 war. Das weiß ich gerade nicht auswendig. Nur mal, dass die neue Mami auch sieht, wie sie ohne Kleidung aussieht. Die Haare machen wir später. Die Fingernägelchen sind manikürt. Das heißt, sie haben einen Halbmond, ganz zart. Und vorne die weißen Spitzen, wobei es nicht ganz weiß. Soll ja natürlich aussehen und nicht bemalt, sondern sieht ganz süß aus. So. Sind alle Fältchen bemalt, sind Rötungen, Hautschattierungen, die Adern, die blauen Details. Ja, jetzt gucke ich gerade mal. Ja. Sie hat Lauscher. Glasaugen drin in ganz tief dunklem Blau. Ja, Mama ist gerade mal so frei. Und eben auch die blauen Schattierungen und hier ein kleines rotes Flecklein, dass es schön natürlich aussieht. Sie ist ein ganz zartes, trägt eigentlich die Größe. Was habe ich ihr angezogen? Da war es jetzt 50, aber sie könnte auch ein bisschen kleiner anziehen. Es kommt drauf an, wie es ausfällt. Gefüllt wurde sie mit Glas, mit Babyspeck und es fühlt sich auch total schön an, total natürlich. Kleines Babypopolein, hier eben auch. Das Kopfchen muss ein bisschen gestützt werden. Und hinten steht es auf dem Emblem draus, Evelinas Lovely Babies. Weil sie ist ja von der Evelina Wiusnock. Mit dem schönen Popolein. Da hat sich bloß ein Fussel. Machen wir weg. Sie sagen ganz zartes, aber manche mögen das. Ich mag das auch sehr, wenn die ein bisschen zart sind. So, mit den Schattierungen hinten. Und die Hände ein bisschen röter. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob man es auf dem Video so gut sieht. Und eben das auch an den Knien, da ein bisschen röter. Und die Flächen ein bisschen bläulich. Die ganzen Fältchen, Fersen ein bisschen rötlicher. Genau, also so wie das sein soll. So, dann ziehen wir es zurück, zu's mal wieder an. Sie hat Mikro-Roting. Sie hat Premium Kids Mohair und das zeige ich euch aber, wenn sie angezogen ist, dann Geschwätzchen, ja, so ist das. Dann ziehe ich mich mal an. Also ich habe da als erstes die XS Pampers, die ganz kleinen.
da machen wir jetzt noch. So, da mache ich euch jetzt noch ein Wattepad rein. Und zwar mache ich immer auf der Seite, die zur Pampers zeigt, gerade 2, 3 Babyduft-Tropfen drauf. Der das nicht mag, der kann es ja dann draußen lassen oder die neue Mami soll entscheiden, ob sie es mag oder nicht mag. Und die Tropfen eben dann nicht an den Bausatz, sondern wirklich zur Pampers hin. So. Dann kommt es dran. Noch ein Fussel. Ja. Kissy wurde schön gewichtet. Und sie darf auch wirklich nur gehen, weil ich einfach im Moment so viele Babys habe und nicht alle behalten kann. Und dann darf sie jetzt endlich jemand haben, der sie auch knuddelt und lieb hat und sich kümmert. So, dann kommt noch eine oben drüber, einfach nur damit man einen schönen Pampers-Po bekommt. Ich finde es dann immer sehr viel schöner, aber es kann ja dann auch die neue Mami machen. Ja, die ganzen Fältchen. Sie hat so schöne Hände. Und die Adern sieht man da ganz fein. So. Ich habe für sie rausgesucht. Und ich bin fast sicher, dass es auch zu groß ist, weil sie halt so ein ganz zarter, süßer Schatz ist. Ich habe jetzt rausgesucht, diese Jacke eben von Belly Button mit dem kleinen Affen drauf. Das finde ich so süß. So kleine graue Säckchen mit dem kleinen Bärchen drauf. Aber das sind Sachen, die nicht zur neuen Mami mitgehen. Da bekommt sie dann noch mal was anderes. Ein anderes Outfit. Das ist jetzt einfach nur, was sie jetzt anbekommt. Mit kleinen grauen Äffchen da. Das ist auch von Belly Button. Sieht total schön aus. Ich hoffe, dass es nicht zu groß ist. Und das ist auch in Größe 50 und ich hoffe, dass ihr das gut passt. Das ist jetzt geschlechtsneutral, weil ich glaube, nämlich viele sehen in ihrem Gesichtchen einfach ein Mädchen und kein Junge. Kann ja auch sein, gell, Schatzi? Ein bisschen Mädchen vielleicht, ja. Also, dann ziehen wir erstmal das Body an. Die Füße wollte ich euch nochmal zeigen, weil ich die auch total schön finde. Sie ist also wirklich eine ganz süße, zarte Maus. Dann wollte ich euch nochmal die Füßchen zeigen. Also da sind die Füßchen. Ich weiß nicht, ob es scharf stellt. Sieht total schön aus. Und auch wieder mit Halbmond und vorne dann die zarten weißen Spitzen, wobei die nicht übertrieben hell sind, sondern die sollen ja echt aussehen. Ja. Okay. Ich hoffe, man hat es gesehen. Weiß ich nicht. Also die Hände sind wirklich so schön. Und für sie habe ich jetzt extra ein geschlechtsneutrales Set rausgesucht, weil ich sie halt als Junge liegen hatte. Und ich glaube, dass aber die meisten Mamis sie als Mädchen sehen. Und dann habe ich gedacht, nehme ich was geschlechtsneutrales, dann kann man sich's raussuchen. Und so geht sie dann auch. Also wer dann Mädchen haben möchte, bekommt dann eben einen rosa Schnulli. Und ein rosa Klinikbändchen. Und wer noch Lust hat oder braucht, der kann dann auch noch ein rosa Schnulli, rosa Schnullerkette dazu haben. Aber das kann man ja dann sehen. Ziehen wir dich erstmal an. Dem kleinen Äffchen, das hat mir so gut gefallen. Das fand ich so süß. So kleiner Spatz.
Okay, es ist viel zu groß, aber es ist das Body, das ist das unten drunter. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das lassen wir jetzt dennoch an. Und noch die Söckchen, die werden auch zu groß sein, aber das ist bei Frühchen sowieso super oft so. Deswegen stört uns das auch nicht. Ich finde, es sieht zu so schön schlumpfig aus. Das lassen wir. Und das müsste passen. Das ist. Die Söckchen könnte man auch oben drüber ziehen, dann passen sie sowieso. Machen wir oben drüber. Jo. Ja, das passt. Das ist schön. Das freut mich sehr. Weil du zarte Zuckerschnute, du. Ja, du zartes. Also Größe 50 trägt sie wirklich schön. 46 passt aber auch. Außer es fällt super klein aus. Dann weiß ich es nicht. Die Zwillingsschwester heißt Mavi. Ist aber schon eine ganze Weile nicht mehr da. So, das Ärmchen noch rein, die Finger noch mal daraus und ein bisschen offene Hand. Ich mag das aber sehr, wenn eine Hand geschlossen ist und eine Hand offen ist. Der da auch noch so zarte Fältchen. Sind ganz kleine Falten hat sie da. Richtig, richtig schön. Ganz toll. Und wenn sie dann die Hand da so hat, kann man ihr entweder auch schön ein Kuscheltier reinlegen oder ein Spielzeug oder eben die ihr den Finger dann so. Das sieht richtig schön aus. Nochmal dazu. Da haben wir uns verquatscht. Ja. Passt ihr gut. Perfekt sogar. Machen wir jetzt noch gerade die Section drüber. Würde aber auch ohne gehen. Bei der Mütze habe ich die Bedenken, dass die einfach. Ja, das sieht doch recht süß aus mit diesen Säckchen. Jetzt zeige ich euch noch die Haare. Machen wir noch ein kleines Frisürchen. Tja. Also kämmen könnt ihr sie. Ich habe es extra so gestochen, dass ihr fast alle Frisuren machen könnt. So. Und das Mohair lässt sich ja ganz toll roten und ist so langlebig und sieht so schön aus und man kann so schöne Frisuren machen. Ich finde, es sieht einfach nur oh, zum Verlieben aus. Also ich mag es halt sehr gern, aber das muss jeder für sich, aber ich mag es sehr gern. Lässt sich nämlich immer schön machen. Gut, es ist jetzt halt nass, es trocknet aber recht schnell und dann könnt ihr jedes Frisürchen machen. Ist so schön. So, machen wir hinten noch ein bisschen. Da hast du nämlich noch ein bisschen Schlaflöschen. So, hey, guck mal, bist du noch ganz zauselig? Ja. Oh, sie hat so eine schöne Kopfform auch. Und man kann sie wirklich als Mädchen und als Junge schön sehen. Das könnt ihr kämmen, wie ihr wollt. Ja. Ich sage, es sind so süße kleine Babyflausen. Auch hier hinten lasse ich sie immer noch ein bisschen stehen, sodass eben das wie beim Babylein, also die sind ja bei den Neugeborenen hinten auch ein bisschen länger und die sind so ein bisschen flauschig da hinten. Und deswegen lasse ich die auch gerne einfach ein bisschen länger stehen. Und das Köpfchen muss eben gestützt werden ein bisschen. Ich hatte es extra so gefüllt, dass das eben so ist wie beim Neugeborenen.
Und wie ihr sie kämmt, das überlasse ich dann natürlich. Das muss jede Mami alleine wissen, wie die richtig sind dann. So. Ganz zart die Haare. Okay. Ja. Schnulli würde ich euch dann eben in der Farbe machen, wie die Mami will. Im Moment habe ich in den hellblau. Und die werden dann hinterlegt wieder mit dem Filz. Das ist jetzt im Moment ihren Schnulli, wobei habe ich den falsch rum dran. Ja, so rum sieht es gut aus. Das ist jetzt im Moment. Oh, den würde ich dann in rosa nochmal machen, dass das dann passt. Ja, sie hat auch da unten noch ein bisschen diese Rotfärbung in den Augen drin. Die Nase ist hinterlegt, die ist geöffnet, sodass es auch wirklich aussieht wie bei einem Neugeborenen. Da habe ich dann hinten dran mit Modelliermasse extra für Babys hinterlegt, dass das so aussieht. Nur ganz feine Äderchen wie bei den ganz frischen, weil sie ist ja ein ganz frisches, sie ist ja ein ganz zartes, doch darf das so sein. Ja, wenn nur Fragen sind, einfach Fragen. Ja, okay. Und das Haar glänzt auch so schön. Ja. Jetzt habe ich euch mal die kleine Julie vorgestellt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das kleine Umziehvideo von der kleinen Julie. Und ziehen wir noch das Jäckchen an. Ihr hattet ein bisschen eure Freude damit. Geil, jetzt hast du dich mal vorgestellt. Jawohl. Die Jacke ist eine Größe größer wie der Strampler, aber das finde ich immer ganz gut so. Dann passt auch besser. Ach, das ist so süß. Mir gefällt es auch immer so, diese Outfits rauszusuchen. Und diese Dekorationssachen und die dazu, alles, was so dazugehört. Von Schnullerkette bis Spieluhr und Bettwäsche und was nicht alles. Das ist ja so schön immer. Tja. So sieht es jetzt mit Westchen aus. Es passt so schön dazu. Sieht aus wie ein kleines Zwerglein. Ich glaube bloß die Mütze, also die habe ich zwar für sie rausgesucht, aber ich vermute, dass die einfach zu groß ist. Das geht eigentlich. Ja. Jetzt binden wir es noch zu. Nee, sie passt. Sie passt. Ist zwar jetzt eine andere Mütze. Oh, sieht dennoch schön aus. Also, das ist die kleine Julie. Ich hoffe, ihr seht sie gut. Und ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Und ich hoffe dann auch bis bald. Und dann sehen wir uns auch recht bald wieder, wenn euch das gefallen hat. Als nächstes machen wir jetzt weiter mit dem Bausatz Levi. Und zwar kommen da dann nach dem Brennen die ersten Rottöne drauf. Da nehme ich euch dann auch wieder ein bisschen mit. Also, dann hoffe ich bis recht bald und lasst euch gut gehen. Tschüss!